fragst dich, wie du deine Lieblingsjeans noch besser kombinieren kannst für den Herbst und für den Winter. Noch vielfältiger, damit es nicht langweilig wird und damit du nichts Neues shoppen musst. Oder wenn, dann ganz gezielte Teile, die deinen Stil sinnvoll ergänzen. Dann bist du in diesem Video absolut richtig, denn ich zeige euch heute, wie ich mit einer meiner Lieblingsjeans 10 unterschiedliche Looks kombiniere. Und es ist für jeden was dabei. Los geht's! Hi meine Lieben, ich bin's wieder, Luisa vom Kanal Die Frau mit dem gelben Pulli, und wir haben uns heute mal vor meinem Kleiderschrank wieder eingefunden. Hier haben wir lange nicht gedreht, weil ich euch einfach live Outfits von mir zeigen möchte. Wenn ich sage, eine Jeans 10 Looks, dann brauchen wir vor allen Dingen eins, eine gute Jeans. Und damit du deine richtige Jeans findest, kannst du gerne auch in einem Video von mir vorbeischauen, wo ich schon mal über die perfekte Jeans und worauf du beim Anprobieren achten musst gesprochen habe. Das verlinke ich dir auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung. Aber meine neueste Lieblingsjeans ist vor allen Dingen eine, die von einer nachhaltigeren Marke kommt. Und die hat eben alles, was ich in diesem Video sage. Die Taschen sitzen perfekt. Zudem ist sie noch aus Bio-Baumwolle oder sogar recycelter Baumwolle zum Teil. 2% Elastan ist perfekt für Jeans. Und sie sitzt einfach klasse und fühlt sich einfach auch super an. Also wenn ihr gerade nach einer neuen Jeans schaut, kann ich die euch absolut empfehlen. Die ist aus der Detox-Denim-Reihe von Armed Angels. Und jetzt schauen wir uns meine Herbst-Winter-Looks an, die ich mit dieser Jeans und ihr hoffentlich auch zu Hause mit euren Jeans bald zaubert. Wir kommen zu einem super simplen Outfit, und ich finde, das ist auch ein Basic, was immer geht. Weniger Pullover, sondern schon fast eher Langarm-Shirt. Zudem gerade, wer eine kleinere Oberweite hat, durch die geschlossene Front wirkt es einfach so ein kleines bisschen mehr. Und ich habe jetzt hier einen cremefarbenen genommen, aber in meinem Light und Dark Academia Video habe ich euch auch eine dunkle Variante gezeigt. Und das ist ein Kleidungsstück, was einfach absolut streckt, und ihr müsst keine Angst haben, dass dann irgendwie am Bauch irgendwas ist. Einfach noch Strickjacken drüber kombinieren. Und ich habe mal so eine Streber-Variante mitgebracht. Das ist die hier, und die erinnert mich voll an die Hollywood-Filme so der 90er, 2000er. So ein bisschen an einen Meg Ryan-Look. Und ihr könnt das Ganze natürlich noch aufpeppen mit einem Gürtel, mit einer Kette, wie ihr wollt. Ich zeige euch dann später auch noch einen richtig coolen Gürtel. Und es gibt jetzt schon mal einen kleinen Bonus-Hack. Das ist quasi das 11. Outfit. Denn das habe ich euch in einem Video über Langarm Shirts und wie ihr die am besten kombiniert schon gezeigt. Da ging es auch darum, Tops und T-Shirts über die Langarm-Shirts zu ziehen. Und ob man das heute noch machen kann, das seht ihr in dem Video, und das verlinke ich euch auch nochmal unten. Oder auch am Ende des Videos, da könnt ihr dann nach dem Video draufklicken und weiterschauen. Kommen wir zurück zu der Frage, wie wird das Ganze nicht langweilig im Herbst und im Winter und wie behält man sich die gute Laune im Kleiderschrank? Und mir hilft es mega, nicht nur mit Farben zu arbeiten, also zum Beispiel mit Gelb, aber man kann eben auch mit Schnitten spielen, und ich habe ganz paar Teile im Schrank, die eben genau das tun und es gerade dadurch nicht langweilig wird. Dann kann ich nämlich Basics eben wie diese Jeans nehmen und die einfach dazu kombinieren, und es ist eigentlich fast egal, was ihr dann auch als Schuh dazu tragt. Es gehen Sneaker dazu, es gehen Ankle-Boots dazu, es geht einfach alles dazu, weil der Hingucker ist hier oben. Gerade wenn ihr sagt, die Leute sollen euch ins Gesicht schauen, nehmt was, was eben den Blick auch hier hinlenkt und eben nicht zum Beispiel an irgendwelche anderen Problemzonen. Da kommen wir jetzt schon in Richtung Business und Bluse, obwohl die hier ja wirklich sehr boho geschnitten ist, mit dem Lochmuster, mit dem besonderen Kragen hier oben. Und ich liebe das einfach, und das pimpt auch gleich so eine Jeans und gibt ihr einen ganz, ganz anderen Look. Und ich finde, gerade so eine weiße Bluse ist so ein Standard. Kann für euch vielleicht auch weiß sein oder eine andere Farbe, aber so eine Monocolor-Bluse ist einfach was, was man im Schrank haben kann und was zu jeder Jeans gut aussieht. Und das unterstreicht auch nochmal meine Regel, lieber Monocolor zu gehen und halt mit den Schnitten ein bisschen was zu machen, anstatt halt zu fancy Muster zu haben, die dann eben schwer kombinierbar sind. Wenn wir gerade eh so in die Richtung Business abschweifen, mache ich gleich mal weiter, denn ich weiß, seit dem Video, wo ich über die Farbe Grün gesprochen habe, liebt ihr ja diese schimmernde Bluse. Die habe ich damals bei H&M gekauft. Ich glaube, die Farbe gibt es nicht mehr, aber andere. Und ihr könnt natürlich immer entscheiden, ob ihr sagt, ihr geht lässig und lasst eine Seite zum Beispiel draußen. Ich bin immer eher ein Fan davon, Blusen eigentlich nur vorne reinzustecken oder ganz. Also ich tack die meistens nur so und ja, lasse die dann hinten so ein bisschen auslaufen. Die hier ist aber wirklich sehr, sehr lang, deswegen stecke ich die meistens komplett rein. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt
Business wirklich machen wollt, dann zieht noch einen Gürtel rein, am besten in Farbe der Schuhe oder des Blazers, den ihr tragt. Und die Bluse wäre, glaube ich, noch ein kleines bisschen besser, wenn sie schwarz oder braun wäre, einfach weil das sich mit dem Blau noch viel, viel besser vertragen würde. Aber das Grundprinzip, was ich euch hier bei diesem Jeans-Look für den Herbst und für den Winter zeigen will, ist einfach, dass ihr was Glänzendes habt. Das kann ein Satin-Bluse wie bei mir sein, das kann aber auch ein anderes Oberteil sein, auch ein anderer Stoff. Und einfach das zu dieser matten Jeans kombiniert. Ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Kombi. Und es wird einfach ein kleiner Hingucker sein, für den ihr Komplimente bekommt. Und natürlich können wir es noch mehr busy machen, indem man wirklich eine ganz, ganz schlichte Bluse nimmt. Und wie gesagt, einen Gürtel drauf. Ich bin kein Fan von Gürteln. Aber Gürtel machen sich natürlich total gut, wenn man dann sagen will, okay, man greift die Farbe in den Schuhen oder in so einem leichten Blazer einfach wieder auf. Das finde ich nämlich tatsächlich für den Herbst noch viel, viel schöner, dieses Weinrot. Allgemein Weinrot, Grün, Braun, so dieses Braunkarierte oder Graukarierte ist ja absolut in gerade. Und ich finde, es gibt dem Ganzen einfach nochmal einen schönen Touch, mal so einen leichten, kalt-warm Kontrast mit der Jeans drin. Und es ist noch viel, viel mehr ein Hingucker als das schwarze Outfit. Alles Basics, ihr könnt unter den Blazer genauso gut ein T-Shirt kombinieren, selbst eins mit Print. Und das können wir ja gleich mal machen. Aber vorher wollte ich euch noch das zeigen, weil das finde ich eine tolle Alternative für alle, die keinen Gürtel tragen wollen. Denn ich finde, Gürtel wäre jetzt noch ein bisschen too much. Der Hingucker ist halt hier oben. Und selbst wenn ich die Jacke zumache, ist er halt irgendwie immer noch da. Die Jeans ist immer noch da. Und man kann natürlich auch eine schwarze Jeans dazu kombinieren. Und damit ist das mega flexibel. Und letztendlich ist das nur ein kleines schwarzes Samtband und nicht mehr. Also eine super schnelle Anschaffung, um zum Beispiel eure Blusen aufzupeppen. Für das Statement-T-Shirt bin ich mal wieder zurückgegangen auf einen schwarzen Blazer. Das Wichtige ist halt wirklich immer, die Farben irgendwie aufzugreifen. Und das Rot ist jetzt hier gar nicht drin. Also vielleicht wäre so ein graubrauner Blazer gut gegangen. Und ich habe noch ein kleines Schmankerl für euch, wenn es wirklich noch ein bisschen mehr urban sein soll. Ich habe hier so einen ganz kleinen goldenen Kettengürtel, den ich da sehr, sehr gerne reinmache, weil es einfach gerade zu diesem T-Shirt-Look nochmal so einen kleinen Kontrast setzt. Es ist irgendwie nicht richtig schick, sondern es ist schon so ein bisschen frech. Aber es passt A gut zu meinem Goldschmuck und ich finde, alles, was ihr zusätzlich zu einem Outfit tragt, es darf nicht zu viel sein, klar, aber jetzt zum Beispiel passender Goldschmuck zum Gürtel oder ein Armreif, was auch immer, wertet euer Outfit auf jeden Fall auf. Und dann zusammen zum Beispiel solche clunky Sneaker, ich habe solche leider nicht, aber ich kann mir sehr, sehr gut dazu vorstellen, macht einfach so einen leichten, coolen und einen urban und vielleicht sogar mit einer Lederjacke schon so ein bisschen auch rockigen Look perfekt. Mein Vorschlag für einen Party-Look mit Jeans. Ich liebe einfach das Glitzertop mit den Pailletten, aber ich habe gleich auch noch eine andere Variante für euch. Und einfach eine Strickjacke ist das Einfachste, was ihr machen könnt, das Ganze ruhig halten. Entweder Sneaker dazu, wenn ihr der entspannte Typ seid, oder natürlich gerne mit Heels oder Ankle-Boots oder einfach was mit Absatz. Ihr müsst halt vorsichtig sein, gerade bei den Paillettentops. Die tragen sehr, sehr schnell auf, auch diese samtigen Tops. Und deswegen, ich stecke es rein. Ihr könnt es aber zum Beispiel auch draußen lassen, aber ihr seht, es ist direkt blockig. Dann wenigstens so eine Seite tacken, dass man so ein kleines bisschen von eurer Figur sieht. Oder eben ihr geht mit der Variante, die ich fast noch einfacher finde. Und das ist die hier. Noch viel, viel simpler ist eben so ein Spitzentop. Und ihr könnt das super vielfältig anziehen. Oder man geht eben eher in die niedliche Richtung und nimmt zum Beispiel eine weiße Strickjacke. Ich habe jetzt hier mal eine gewählt, die so ein bisschen cropped ist. Also die wirklich gerade so bis zum Hosenbund geht, einfach um das Ganze noch so ein kleines bisschen niedlicher zu machen und süßer zu machen. Und man kann natürlich auch Schals drauf kombinieren, um trotzdem warm zu stecken. Ich habe mich umgezogen, basic weißes T-Shirt. Das, was ich am allermeisten mache in der Übergangszeit, Frühling, Herbst und auch noch im Winter, ist einfach genau das hier. Ich bin einfach ein absoluter Strickjacken-Nerd und ich habe davon 3000 Stück, weil das Schöne ist, es gibt welche zum Knöpfen, dann ist es eher wie ein Langarm-Shirt. Ich kann jederzeit die Ärmel hochkrempeln, das ist bei einer Bluse immer so ein kleines bisschen anstrengender. Und für mich ist es das Allereinfachste. Und ja, das ist jetzt nicht High Fashion, ist es nicht. Aber für alle, die es entspannt mögen und ihre Sommersachen wie T-Shirts, Tops einfach nur ein bisschen länger tragen wollen, sind Strickjacken, Cardigans einfach absolut Gold wert. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr die richtigen für euch findet, gerade in der Länge, es gibt ja wirklich cropped, es gibt
Hüfte, es gibt die Länge, es gibt super lange, die fast bis zum Boden gehen. Wenn euch das interessiert und ich auch mal ein Video über Strickjacken machen soll, schreibt es mir in die Kommentare. Und die hier zeige ich euch noch und dann lasse ich euch in Ruhe mit meiner Strickjackensammlung. Das ist wirklich nochmal so eine längere Länge, die finde ich einfach auch nochmal so ein kleines bisschen mehr streckt. Zwar hat die diesen Colorblock hier und wenn die ganz quasi einfarbig wäre, würde es noch mehr strecken, einfach die Vertikale betonen. Gerade wenn man klein ist, glaube ich, funktioniert das sehr, sehr gut. Aber ich finde einfach, das Gelb ist so ein schöner Hingucker und wir brauchen viel, viel mehr Farbe im Herbst und im Winter. Also geht da raus und macht auch alle anderen mit euren Farben glücklich. Und last but never least, the original, der gelbe Pullover, den ich ganz, ganz am Anfang des Kanals, mein Markenzeichen nennen durfte. Und ich will euch einen Tipp geben für Oversized Pullover, weil ich finde die super warm. Ihr könnt 30.000 Schichten drunter ziehen. Das wirkt halt einfach ein bisschen unförmig. Und ich stecke trotzdem einfach immer so ein bisschen was von dem Pullover rein. Das ist bei diesen Riesenpullis echt nicht einfach, das cool zu tacken. Da müsst ihr so ein bisschen eure Variante finden, mit der ihr am liebsten einfach umgeht. Aber das ist meine Variante und dann habt ihr noch ein kleines bisschen Figur bis zur Taille, gerade bei High-Waist-Jeans. Es gibt aber natürlich auch ganz, ganz viele Crop-Pullover, die super warm sind, genauso oversized sind, aber eben hier aufhören, womit ihr euch dieses Problem mit dem Reinstecken spart. Vergesst nicht für eure Top 3 in den Kommentaren zu voten, welche Outfits haben euch am besten gefallen. Ich habe euch übrigens hier nochmal das Video zum Thema perfekte Jeans verlinkt und hier zu den Langarm-Shirts. Da könnt ihr euch reinklicken und gleich nochmal weiterstöbern. In 2 Wochen machen wir dann ein Video zum Thema Leggings. Ich teste verschiedene schwarze Leggings und wähle meinen Favoriten. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut, meine Lieben. Ciao!